Grüß euch, ich bin die Brigitte Bärreiter. Ich bin Angestellte im Haus der Berge in der Infostelle. Ich war schon an anderen Infostellen auch, habe aber echt Freude an dem großen Haus, das unsere Landschaft, unser Nationalpark Berchtesgaden so gut präsentieren kann. Wir haben uns jetzt in der geschlossenen Zeit von fast 3 Monaten beschäftigt mit unserem Außengelände. Wir haben die Alm ganz neu hergerichtet und aufgepeppt, um wieder euch uns toll präsentieren zu können. Es ist immer wahrscheinlich in diesem Sommer noch die Almführung 2-mal in der Woche. Das ist für alle geeignet, selbst mit Rollstuhl und Kinderwagen. Wenn ihr heuer ins Haus der Berge kommt, findet ihr alles wie gewohnt. Die Ausstellung, die Gastronomie hat geöffnet, leider nur mit einem ganz geringen Eintrittsvolumen. Es dürfen nur 30 Personen in die vertikale Wildnis. Das heißt, ihr müsst ein bisschen geschickt mit euch einer Zeiteinteilung umgehen. Diese 2-3 Stunden für den Besuch, die könnt ihr super auch schon ab 9 bis um 17 Uhr Nachmittag erledigen. Dienstag und Donnerstag Nachmittag um 3 könnt ihr mit uns zum Almkaser gehen, der im Außengelände steht, das normal der Umweltbildung zur Verfügung steht. Ihr könnt wie früher auch einen ganz netten Nachmittag bei uns verbringen oder Vormittag. Das Alpinum steht euch zur Verfügung. Ihr könnt, wenn die hohen Alpen euch verwehrt sind durch schlecht Wetter oder keine Hüttenübernachtungsmöglichkeiten, bei uns 80 Bergpflanzen kennenlernen und studieren und euch an denen erfreuen. Es gibt im Außengelände den Lana-Kaser. Wer es nicht weiß, ein Kaser ist so eigentlich nur eine Behelfsunterkunft für die Landwirte und Senner, die die Tiere im Almbereich betreuen. Und einer davon aus dem Watzmann-Gebiet, der ist uns zur Verfügung gestellt worden. Er wurde für die Bauernleute nicht mehr benötigt. Und es ist schade, dass der nicht mehr in der schönen Almfläche steht. Aber hier können wir euch zeigen, wie schlicht und einfach, wie handwerklich ausgefeilt diese Hütten gebaut sind. Die Sehnsucht nach dem einfachen Leben ist auch bei einem heutigen modernen Menschen, der so viele Vorzüge hat, dass die Menschen unsere Vorfahren nicht gekannt haben und sich gesehnt hätten. Eine Zentralheizung, ein warmes Wasser aus der Leitung, kommt jetzt ein Bedürfnis zu einem schlichteren. Das Haus ist nur aus Holz gebaut. Das ist in einer Form, die einem natürlichen Maß entspricht. Die dicken Wände, die geben Zuflucht, die geben Ruhe. Und das zu können, was unsere Bauern noch können, auf Tiere zu schauen, die zu betreuen, auf das Handwerkliche mit Lärchenschindeln zu decken, das zu erhalten, mit einer schlichten Wasserquelle Haus zu halten und sich wohlzufühlen, das ist was, das ein Urbedürfnis ist von einem Menschen, denn wir sind Teil von der Natur. Und das haben wir vergessen. Wir sind Teil von dem Ganzen und nicht fern.